Hey, willkommen und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge von mir. Heute reden wir über etwas, das wohl jedem da draußen interessieren wird, nämlich YouTube. Mami! Viele von euch werden mich von hier kennen. AirPods sind etwas, die man hasst oder liebt. Ich liebe sie. Dieses Video ist für mich mein persönlicher Durchbruch. Der Grund, weshalb ich mit meinen Videos halbwegs meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Aber wisst ihr, was daran lustig ist? So war das überhaupt nicht geplant. Als ich mir damals die Fake AirPods bestellt habe, dachte ich mir, ach, so schlecht können die doch gar nicht sein. Aber als sie dann ankamen, habe ich mir nur gedacht, wie kann man nur so eine Scheiße produzieren? Und dafür habe ich auch noch 20 Euro gezahlt. Da habe ich mir fest vorgenommen, über diesen Müllhaufen ein Video zu produzieren, in dem ich das Teil so unglaublich schlecht reden werde. Und meine 20 Euro hole ich mir über YouTube-Werbung wieder zurück. Naja, und so stand die Idee im Raum. Und als ich eines Abends im Bett lag, habe ich mir gedacht, eigentlich ist alles super, bis auf den Sound. Den müssen wir noch irgendwie verbessern können, indem wir einfach die Lautsprecher austauschen. Der Gedanke hat mich so dermaßen motiviert, dass ich um 4 Uhr nachts aufgestanden bin, um das Teil dann daran zu löten. Und oh mein Gott, es hat funktioniert. Und so ist das Video halt langsam über Monate entstanden. Als ich das Video dann hochladen wollte, habe ich mir noch gedacht, ich weiß nicht, ob ich das hochladen soll. Das hat ja eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was ich normalerweise mache. Let's go. Und dann passierte das, womit ich nie im Leben gerechnet habe. Ein paar Minuten nach dem Upload hat mich Felix in seine Instagram-Story gepostet und dann ging es ab. Und zwar geht es um die Top 3 YouTube-Channel, die wir in letzter Zeit geguckt haben. So. Die wir in letzter Zeit empfehlenswert fanden. Absolut ja. Nicht Old ist der nächste Kanal, den ich empfehlen möchte. Ist tatsächlich sogar jemand aus den eigenen Reihen empfehlen. Und zwar geht es um den guten Kongtech. Er hat einfach dieses Video dazu gemacht und super guter Einsatz von Musik, super gute Spannungskurve, so dumm das auch klingt für so ein Video, geiles visuelles Storytelling mit kreativen Aufnahmen und so weiter und so fort. Es ist nur 4 Minuten lang. So viele meiner Kollegen, Freunde, Fremde aus einem komplett anderen Land haben das Video geteilt, geliked, kommentiert, was das Zeug hält und nach circa 10 Minuten, bäm, 1 Million Aufrufe. 3 Minuten später, bäm, 1,5 Millionen Aufrufe. Naja, plus minus paar Monate. Naja, zum Kern des Videos zurück, wie viel Geld habe ich mit diesem Video gemacht? Schreibt mir gerne eure Einschätzung in den Kommentaren. Ich frage in der Zeit den Mann, der den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat. Felix, was glaubst du, wie viel verdient ein Technik-YouTuber mit 1,5 Millionen Aufrufen? So, in Deutschland würde ich sagen, so irgendwie zwischen 4.000 und 5.000 Euro, sowas um den Dreh. Was schätzt du? Also, keine Ahnung, ist ja wie bei dir auch, ich bin da gar nicht in dieser Größenordnung drin. Aber ich schätze mal ein bisschen weniger, keine Ahnung, 5.000 Euro bei Felix läuft. Ich würde jetzt mal sagen, so 2.000 oder so. Und genau das vermuten sehr viele, wenn sie an einen Technikkanal denken. Aber warum? Bei YouTube wird immer nach dem CPM bezahlt, sprich Kost per Mile oder auch 1000er Kontaktpreis oder auch Euro pro 1000 Klicks. Bei einem CPM von 3 Euro würde ein Video mit 1 Million Aufrufen demnach 3000 Euro einbringen. Je nach Industrie variiert der CPM sehr stark. Tech und Beauty besitzen einen sehr hohen CPM, Unterhaltung hingegen eher weniger, da hier das Kaufverhalten deutlich geringer ist. Kommen wir aber nun endlich zu dem, weshalb ihr überhaupt hier seid. Einige werden jetzt denken, was so viel? Andere werden denken, was so wenig? Auch ich habe mich gefragt, weshalb das Ganze verhältnismäßig so wenig ist und ein paar interessante Dinge herausgefunden, was ich vorher als Neuling nicht wusste. Der Technik-CPM liegt normalerweise zwischen 5 und 10 Euro. Hier sind es 2,45 Euro. Warum? Weil der CPM unter anderem landesabhängig ist. Amerika zum Beispiel hat einen sehr hohen CPM, Russland zum Beispiel eher einen geringeren. Da hier die Zuschauer aus aller Welt kommen, verringert sich dementsprechend der CPM für dieses Video. Aber das war noch nicht alles. Von diesen 2,45 Euro mobbt sich YouTube dann nochmal ca. 50% und wir landen bei 1,22 Euro. Dann gibt es natürlich noch Zuschauer, die einen Werbeblocker nutzen. Hier sind es über 50%. Das ziehen wir dann nochmal ab und wir landen bei 1.100 Euro, sprich einen effektiven CPM von 73 Cent. Das ist verhältnismäßig für meinen Kanal sehr, sehr wenig,
Denn mit meinem letzten iPhone-Review würde ich theoretisch mit 1,5 Millionen Aufrufen ca. 5.000 Euro machen. Aber ey, mein Ziel war 20 Euro, also möchte ich mich an der Stelle auch gar nicht beschweren, denn dieses Ziel habe ich erreicht. Außerdem ist mir am Ende des Tages das hier deutlich, deutlich wichtiger als das. Ach, und wo wir schon dabei sind, letzten Monat habe ich ca. 220 Euro mit YouTube eingenommen. Aber wie kann ich mit so einem lausigen Gehalt meine Wohnung finanzieren, fragt ihr euch? Naja, hauptsächlich durch Sponsoren und Product Placements. Ansonsten bin ich noch nebenbei in der IT-Branche selbstständig und studiere hauptberuflich. Dazu aber gerne in einem anderen Video mehr. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, spread some love and peace! Aber ein riesen Gaudi, also schaut mal unbedingt bei ihm vorbei und lasst ihm auch ein bisschen Liebe da. Ein bisschen Liebe da lassen.